Die deutsche Wirtschaft ist 2020 massiv eingebrochen. Um 5% meldet das Statistische Bundesamt. Was bedeutet das für die Börse? Zunächst muss man sagen, minus 5% klingt ja absolut verheerend, aber relativ betrachtet sind wir glimpflich davongekommen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass wir natürlich nicht so stark dienstleistungsorientiert sind wie zum Beispiel südliche europäische Länder und zum anderen natürlich die massiven Gegenmaßnahmen der Kulturpolitik, finanziert von der Geldpolitik. Das hat es sicherlich vom Schlimmsten abgehalten. Und die Börse bezahlt Zukunft. Die Börse bezahlt ganz klar den Konjunkturaufschwung in 2021. Sie bezahlt ganz klar, dass die Geldpolitik gerade auch seitens der EZB auf der Überholspur bleibt. Und natürlich zahlt sie auch die Hoffnung, dass mit Impfstoffen dann spätestens ab Mitte des Jahres 2021 dann auch das Schlimmste der Pandemie so langsam absehbar ist. Wir schauen auf die neuen Corona-Mutationen und was das für die Märkte bedeuten könnte. Zudem schauen wir auf die Strategie für 2021 und wir haben wieder zwei Top-Empfehlungen, Apple und Intel. Das alles bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Obwohl die Wirtschaft also so schwer getroffen ist, sind die Börsen weltweit auf Rekordniveau, der DAX bei gut 14.000 Punkten. Ist das schon wieder eine Blase? Wir haben keine Dotcom-Blase, wie wir das vielleicht noch vor 15 Jahren hatten oder vor 20 Jahren. Wir haben heute einfach Technologiewerte, die natürlich auf jeden Fall Substanz haben. Sie werden gebraucht. Das erleben wir jeden Tag, wenn wir nur über Homeoffice nachdenken. Das heißt, sie haben eine ganz klare Substanz und die wird ja auch besser werden. Wir sind ja erst am Beginn der industriellen Revolution 4.0. Das geht ja noch viel weiter. Natürlich kann man sagen, sie sind absolut hoch bewertet, aber solange der Rentenmarkt noch teurer ist, ist das, glaube ich, kein Problem für die Anleger. Wir sprechen gleich weiter und schauen auf die Strategie für Anleger 2021. Erst einmal aber der Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Tradingwissen verbessern wollt, dann schaut doch einfach auf die kostenlosen Börsenwebinare der Trading House Börsenakademie. Die könnt ihr bequem von zu Hause, dem Homeoffice, von der Couch aus mitmachen. Die nächsten Termine sind am 20. Januar das Trendfolgesystem Bluestar richtig anwenden mit Ronny Bürger und am 17. Februar Börse für Einsteiger, das Webinar für jeden, der an der Börse agieren möchte, mit Ronny Bürger und Wolf Dreistein. Meldet euch am besten jetzt an und sichert euch euren kostenlosen Platz unter trading-haus.de. Sollten sich die Coronavirus-Mutationen auch in Deutschland schneller ausbreiten, könnte ein Lockdown bis Ostern gehen, heißt es. Ist Corona also wieder ein großer Unsicherheitsfaktor für die Börse? Ja, das Corona-Thema ist natürlich mit einem großen Fragezeichen versehen. Gerade die Mutationen sind natürlich eine Gefahr. Man weiß ja noch nicht, wie sich das auswirkt, auch auf die Impfstoffe. Im Extremfall müsste man ja sogar formulieren können oder denken können, dass gewisse Mutationen des Virus immun sind gegen Impfstoffe. Das wollen wir jetzt mal nicht hoffen. Entscheidend ist natürlich, dass auch jede Regierung weltweit, Europa, in Deutschland auch dafür sorgt, dass man da forschungstechnisch sehr stark hinterher bleibt und auch die Impfstoffe, wo es geht, anpasst und natürlich auch dafür sorgt, dass so schnell wie möglich, so viel wie möglich geimpft wird, damit wir endlich eine gewisse Herdenimmunität erreichen können. Aber natürlich muss man auch sagen, dass natürlich der Dienstleistungssektor vor allen Dingen, weniger die Industrie ja von Lockdowns dann benachteiligt wird. Und der Dienstleistungssektor ist in Deutschland ja deutlich weniger börsennotiert als die Industrie. Von daher wird es die Börse in dem Maße eben nicht so treffen. Und wir werden auch sehen, dass die Konjunkturpolitik, wir haben ja in diesem Jahr eine Bundestagswahl und verschiedene Landtagswahlen vor uns, dass die Finanzpolitik sicherlich mit Hilfe der EZB, wenn nötig, auch neue Konjunkturpakete dann freimachen wird, um das Ganze noch unterstützend auf der realwirtschaftlichen Ebene nach vorne zu bringen. Was können wir also vom Jahr 2021 erwarten und wie sollten sich Anleger jetzt mittelfristig aufstellen? Insgesamt betrachtet glaube ich nicht, dass es ein negatives Jahr wird. Ende des Jahres erwarte ich den DAX durchaus bei 14.600, weil auch die Alternative fehlt, weil die Konjunkturmaßnahmen greifen und Impfstoffe auch.
Aber es wird zwischendurch durchaus mal zwicken und zwacken, da wird es mal volatiler werden. Die Probleme der Konjunktur, des Impfstoffs, der Lockdowns werden sich auch mal quasi wie Mehltau auf die Märkte legen. Ich denke aber, dann sollte man kurz- und mittelfristig dann nachkaufen, gerade im zyklischen Bereich. Wenn der Konjunkturaufschwung dann doch stattfindet, dann spätestens Mitte des Jahres 2021, dann brauche ich vor allen Dingen die Zykliker. Hier kann man auch wieder gerne auf Europa setzen, auf Deutschland. Wir sind ja eigentlich die Hauptstadt der zyklischen Werte. Auch die zweite Reihe im MDAX ist dann sehr attraktiv. Aber vergessen wir bitte auch zwei Dinge auch nicht. Nämlich Hightech, das geht weiter. Ich glaube nicht, dass Herr Biden trotz seiner großen Mehrheit jetzt, die er überall hat, in allen relevanten Regierungseinheiten, die Hightech-Branche zu stark an die Kandare nimmt. Alleine schon, um einfach auch Macht zu haben, Wirtschaftsmacht zu haben gegen China. Ja, und das andere Thema ist natürlich, wir werden auch in Europa uns weiter zusammenfügen, zusammenhalten müssen, auch wenn Italien Regierungsprobleme hat. Das heißt, dann wird auch der politische Rahmen um Europa etwas stabiler und dann kann man gerne auch etwas stärker auf Europa setzen. Und die Schwellenländer wollen wir auch zum Schluss nicht vergessen. Die Schwellenländer machen einen fulminanten Job, machen eine tolle Innovationspolitik. Das sind keine Schwellenländer mehr, sie sind längst auf der Ebene, gerade in Asien, auf dem Niveau der Industrieländer angekommen. Und wir schauen auf die Top-Aktien-Empfehlungen. Zuerst auf Apple. Die Aktien des US-Technologiekonzerns zeigen eine latente Schwäche und könnten eine bärische Flagge ausbilden. Noch wurde aber kein Verkaufssignal aktiviert, allerdings steht die Apple-Aktie kurz davor. Die Analysten sehen hier eine Short-Chance. Bei einem nachhaltigen Bruch der Triggermarke von 128 US-Dollar würden rasch Abschläge auf bis zu 120 Dollar möglich werden. Bis dahin könnte nämlich die Ausdehnung der laufenden Konsolidierung seit Ende Dezember abwärts reichen. Ein Anstieg auf über 135 Dollar dürfte dagegen zu einem unmittelbaren Test der Rekordstände führen. Die Papiere des US-Chip-Herstellers Intel waren in dieser Woche stark nachgefragt und konnten sich im Zuge dessen über den 50-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 51,94 Dollar hinwegsetzen. Bislang sind allerdings nur Swing-Trader voll auf ihre Kosten gekommen. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen hier eine Long-Chance. Solange der EMA 50 nicht wieder bärisch geschnitten wird, sind weitere Zugewinne vorstellbar. Darüber würden schließlich das letzte Ziel um den laufenden Abwärtstrend sowie der Kursmarke von grob 56,33 Dollar in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.